Weil das strotzt hier vor Krokodilwasser. Die Frage ist nur, wo das Viech ist. Und wie ich rechtzeitig hier wieder rauskomme. Okay, hier scheint nichts zu sein. Ich habe nichts gesehen. Da stürzen sich drei. Ja. Oh, da ist was. Mal gucken, den habe ich noch nicht gesehen. Zwei sogar. Na, woher ich das denn jetzt wieder wusste? Woher ich das wohl wieder wusste, dass hier Krokodile sein könnten. Das strotzt ja schon so vor Krokodil. Okay, jetzt entschwindet das aus unserer Bahn. Müssen wir ein bisschen warten. Schwimmt es da lang? Da hinten schwimmt es jetzt lang. Ah, oh, ihr könnt es gleich hier vorne wieder auftauchen. Okay, Krokodil ist auch beseitigt. Jetzt müssen wir bloß noch herausfinden, wo wir als nächstes lang müssen. Ich glaube, ich bin fast gewillt, erstmal zu dieser Statue da oben hinzulaufen. Weil ich weiß nicht, wo das mit dieser komischen Leiter da hingeht. Echt nicht. Also laufe ich erstmal da lang. Scheiße. Okay, das war Sprung Nummer 1. Das ist nicht geglückt, aber das macht ja noch nichts. Wir haben jetzt ja die Krokodile auch nicht mehr auf unserer Seite, die uns irgendwie verfolgt haben. Cool, sie kann seitwärts schwimmen. Guck mal da, sie kann seitwärts schwimmen. Das wusste ich auch noch nicht. Weißt du, ich spiele über 9 Stunden Tomb Raider 1 und jetzt bei Unfinished Business stelle ich fest, dass sie auch seitlich schwimmen kann. Ist das nicht merkwürdig? Ich habe keine Ahnung, ob das hier irgendwas bringt, aber ich speichere jetzt erstmal. Ich habe keine Ahnung von nichts, aber ich spiele einfach mal. Wie gesagt, ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Okay, von da kommt man auf jeden Fall nicht dran. Nächste Möglichkeit. Ich hätte auch laden können. Aber ich habe Angst, wenn ich lade, dass das dann wieder nicht funktioniert. Nächste Möglichkeit wäre, ich springe einfach mal da rüber. Hoppa. Und springe auf die Leiter rauf. Das wäre jetzt so meine nächste Überlegung. Auch das kriege ich hin. Laufe ich erstmal die Leiter hoch. Ich weiß ja nicht, ob mir das auch was bringt, aber... Ach, guck mal. Ich laufe jetzt erstmal die Leiter hoch, weil ich das kann. Nein, 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 nein. Pff, spring wieder runter. Oh, das ist tot. Okay, hier scheint jetzt anscheinend nur irgendwas zu sein. Dann hole ich das erstmal, was da unten da hinten ist. Aha. Interessant, interessant. Ist da unten auch noch was im Wasser? Nee, das sieht nur so aus, oder? Ich glaube, ich muss da unten nochmal langtauchen im Wasser. Ach ja, das Leben ist froh. Was kann ich denn noch so erzählen? Ich habe Tomb Raider 4. Ich lade übrigens auch gerade Tomb Raider 4. Kann ich ja noch gar nicht spielen. Aber ich lade gerade momentan auch Tomb Raider 1 hoch. Ah, hier kann ich wieder hoch. Ich lade also momentan auch nebenbei Tomb Raider 1 hoch. Alles nur für so ein bisschen Munition. Ja, ich lade momentan Tomb Raider 4 zu Ende. Ich habe übrigens ein kleines Let's Show Minecraft gemacht mit meinem Freund. Das habe ich über Nacht hochgeladen, weil das war ja wirklich sehr, sehr viel. Und da hat man wieder mal diesen Unterschied zwischen meiner Internetleitung und seiner Internetleitung gesehen. Weil das waren teilweise Folgen, die 1 GB groß waren. Und die haben dann mal so eben angeblich nur 150 Minuten gedauert. Und ich habe um 1 Uhr nachts gestern das hochgestellt. Und als wir heute Morgen um 10 Uhr aufgestanden sind, waren alle 4 Folgen hochgeladen. Und das waren insgesamt fast 4 Gigabyte. Und das ist für mich krass, weil wenn ich überlege, wie lange bei mir zu Hause eine kleine Mini-Folge Minecraft... Wie lange ich bei mir zu Hause daran sitze, dass das die endlich hochgeladen ist, finde ich das schon echt cool, dass das hier so schnell ging. Da war ich echt beeindruckt und begeistert und überhaupt. Und wo geht's hier lang? Irgendwie. Ne, da will ich nicht runter. Und wo geht's da lang? Ein Minipack. Ja,
ich rate jetzt einfach mal, ne? Wir waren ja den Hauptweg noch gar nicht gegangen. Schlüssel haben wir ja schon eingesetzt, aber den Hauptweg sind wir noch gar nicht gegangen. Und, aha, hier habe ich nur Medipack gefunden. Ja, und das hat, was ich gerade erzählt habe, das hat mich richtig gefreut. Deshalb nutze ich gerade die Zeit, solange ich noch hier bin, und lade gerade 6 Folgen Tomb Raider 1 hoch. Dann müssten wirklich alle Folgen. Ich will da nicht runter. Ich will da nicht runter. Na toll. Na toll, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt und ich bin da runtergefallen. Ich sterbe gerade. Entschuldigung, Leute. Ich muss jetzt leider das schließen und es nochmal von vorne öffnen. Tut mir leid. Bis gleich. Und hier sind wir wieder und ja, da will ich eigentlich nicht runter. Da sind ganz viele dämliche, ekelhafte, scheußliche Krokodile. Aber ich gehe jetzt da trotzdem runter. Sache, wie viele Krokodile hier sind. So, komme ich jetzt auch hier wieder raus? Ich kann nicht. Das ist ja eine Falle. Ach doch, da. Ja, genau, es bringt so viel, es bringt nämlich absolut nichts. Es war einfach nur dämliche Falle. Ich lade wieder. Weil ich muss mir ja meine Munition nicht bei dieser dämlichen Falle alle machen lassen. Und ja, jetzt haben wir auch die Falle einmal erlebt. Was war das? Dann klettern wir hier wieder ganz gemütlich runter. Gehen die Leiter runter. Denn da oben haben wir jetzt eigentlich nur ein paar bisschen Munition gefunden. Da muss es ja eigentlich nach Adam Riese. Ich weiß ja nicht nach dem, aber nach Core Design oder nach Adam Riese oder nach irgendwem hier weitergehen. Hier ist zu viel, hier ist nämlich nichts. Das ist einfach nur ein riesiger Raum. Also muss es ja hier weitergehen. Und hier ist Medipack. Ja. Komm, hier muss mehr sein als ein riesiger Raum und ein Medipack. Komm. Hier muss es doch irgendwo hochgehen. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Ich fasse es nicht. Das war wirklich alles. Ja, wir müssen doch da irgendwo hochkommen. Ja, wenn es da oben... Mal überlegen. Dann wären wir... Ich muss mal kurz was gucken. Dann wären wir da. Kommen wir von... Ja, okay, ich hab's geschnallt. Ich hab's geschnallt. Wieder nach oben. Wieder unterwegs. Wir sind wieder unterwegs. Gehen dorthin, wo wir schon einmal waren. Leer war es zum Ausgang unterwegs. So, wer es jetzt kennt, das habe ich von... Nee, ich sag's lieber nicht, das ist peinlich, weil ich ja schon 23 bin. Angeblich. Nein, laut Pass bin ich ein 23 und ich spiele halt doch für mein Leben gern. Es ist wirklich ein Problem, wenn man spielebegeistert ist. Aber davon sollen wir jetzt nicht überlegen. Ich habe mal wieder gesungen und ich singe gern. Und das sollte heute auch reichen. So, also ich habe gerade gesehen, dass wir von hier darüber springen können. Was ja auch ziemlich logisch ist. Ah. Wir gleich hier bleiben können. Und wehe, diese Katze. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Katze. Aber da geht es wohl anscheinend weiter.
weiter. Du bleibst ganz brav. Eine Katze. Genau. Okay. Das ist ja ziemlich eindeutig. Das kriegen wir hin. Den Schlüssel haben wir nämlich schon gefunden. Gold Kay. Einsetzen. Und es ist immer noch eine Katze. Aber ich bin mir nicht so sicher, was jetzt... Okay. Okay. Nicht gut. Schlecht. Das sind Kugeln. Das sind viele Kugeln. Okay, wie mache ich das jetzt? Wo bin ich? Zum Teufel bin ich denn jetzt gelandet? Oh. Das ist ja mal wieder interessant hier. Immer schön aus der Deckung, ne? Ach ja. Ich habe ja Zeit. Ich bin nicht so die... Ich bin so die, die... Auf, nicht so die Kämpferin, merke ich. Ja, aber ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt schon wieder gelandet sind. Da vorne sind ganz große Türen. Wahrscheinlich muss ich die da aufkriegen. Da drin. Würde ich jetzt mal so raten. Wahrscheinlich muss ich auch noch in mir eine Idee einfallen lassen, die Kugeln ins Rollen zu bringen. Mal gucken. Okay, die ist schon mal tot. Ach, Mist. Okay, aber da unten scheint ja auch noch was zu sein. Da muss ich wahrscheinlich auch noch mal runter. Und wenn das nur Geheimnisse sind, habe ich gerade da... Hinten muss ich ursprünglich hin. Und ich habe noch so ein bisschen Schiss... Ah! Vor den Kugeln. Aber solange ich die Viecher aus der Ferne erledigen kann, ist ja alles